Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Und ihr seht, wir sind gerade hier dabei, die Premiere startet. Und herzlich willkommen an Horsefriend. Freut mich, dass du dabei bist. Und gerade eben hatten wir noch zwei Zuschauer, dann ist das Ding einmal abgekackt. Jetzt haben wir noch einen. Mal gucken, ob er wieder kommt. Schon selber geliked. Und ja. In 800 Sekunden geht's los. Mal gucken, ob noch jemand reinkommt. Und ich habe mir tatsächlich das Game jetzt auch mal angeguckt wieder. So, gehen wir in das Game rein. Survival. Ich habe mir das angeguckt. Ich weiß jetzt, wie es in etwa funktioniert. So. Gleich geht's los. 10. Nein, ich möchte es. Ja, meinetwegen. So, jetzt nervt mich. Und es geht los, zwei Zuschauer. Und das Video beginnt jetzt. Alle, die dabei sind, einmal Hallo in den Chat. Was interessant aussah. Das komische war, ist so. Steam hieß es Away from Earth. Mars, zwei Zuschauer, mal gucken, ob wir noch mehr bekommen. So, jetzt gehen wir back into the game. So, müssen wir jetzt noch ein bisschen umschalten. Ja, Tutorials, gehen wir wieder weg, Tutorial. So, jetzt ist die Frage, wo war diese krasse Mine? Irgendwo war diese, da hinten, glaube ich. Mars und direkt lang. Warte, ich mute mal ganz kurz den Stream. Ja, das ist nicht Stream, sondern das Ding, das machen wir jetzt nicht mehr. Und Laser. Irgendwo hier hinten ist tatsächlich die Mine. Oder habe ich mich tatsächlich getäuscht? Doch, die war hier hinten. Na genau, da hinten. Hier hinten ist sie. Und haben wir inzwischen einen. Also ich schreibe aktuell nur Horsefriend. Wir haben anscheinend einen AFK-Zuschauer. Oder einen Geister-Zuschauer. Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Geister-Zuschauer, der schon längst hier zuschaut. Oder aus dem Stream gekickt worden ist, keine Ahnung was. So, dann. Als allererstes kommt es darauf an, dass wir ein bisschen Gold hier kriegen und alles. Zack. Bisschen Gold in allen. Kack hier. Ich habe mich ein bisschen informiert und alles. Und ich muss zugeben, beim ersten Mal einfach echt nur dumm angestellt. Denn ihr werdet gesehen, wie einfach das Game eigentlich ist. Und da haben wir noch was. So. Dann lasern wir jetzt hier alles weg. So, jetzt können wir hier wieder rausgehen aus der Mine. So. Dann. Bei dieser Premiere.
So. Laser, 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 Laser. Also ich habe schon die 4 Zuschauer erreicht inzwischen. Aber ich weiß nicht, ob der Wert ganz so gut stimmt von 4 aktiven Zuschauern, denn bis jetzt haben wir tatsächlich nur 2 Leute, die gegrüßt werden wollen. Deswegen zweifle ich tatsächlich daran, dass dieser Wert stimmt. Dann glaube ich, dass YouTube irgendwelche Scheiße gerade macht. So, schön alles weglasern hier. Ich verspreche euch eins, dieses Mal werden wir definitiv weiterkommen. Wenn ich die Mine hier ausgemeint habe, dann haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Start. Haben wir 2 Minen komplett ausgeschlachtet und irgendwann spawnt jetzt tatsächlich die Sachen wieder neu. Bam, bam, break, 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 break. Und das hier ebenfalls. So, jetzt können wir mal wieder rausgehen. Hm. Jawohl. So. Und am Ende will ich mal Zeit, erstmal wieder Zeit für gucken. Ah, Kevin Elb, Zocker 2007. Hi, YouTube. Ja. Hi, Zocker 2007. Herzlich willkommen bei der Premiere. Und so langsam haben wir auch schon leichte Probleme. Reicht. Nein, ich drück mal Shift und Tab. Wir können sprinten. Ja, dafür reicht es definitiv hier so. Wie gesagt, dass ich die Versorgung ist schwieriger. Aber so schwierig ist sie doch nicht. Placen wir das nette kleine Häuschen einfach hier hin. Laufen rein, haben volles Essen, haben volles Trinken und können uns mehr weiteren Sachen widmen. Ich würde das jetzt mal hier nach einem Grund, nicht in enough Items. Ja, ich brauche, okay, ich brauche Stein. So, Stein, 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 Stein. Alles schön wegmeinen. Bam, 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 bam. Gehen wir durch, dann gehen wir mal wieder schön zurück. Und bam. Mach mal mir noch ein kleines bisschen hier weg. Warte mal, wie weit reicht eigentlich dieser Laser? Oh, der reicht schon relativ. Ah, schaffe ich das? Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht. So, und was haben wir denn jetzt? Wenn ich Shift und Tab drücken. So, 100, doch, das reicht für den ersten Grund. Defensiv. Was weiß ich? Ich sehe erstmal hier drauf irgendwie. Genau, dann mache ich erstmal diese Drohne. Oh. Ich habe es praktisch. Irgendwie reicht das Ding, glaube ich, bis ins Nirvana. Dann das hier mal ein bisschen weg meinen. Das heißt, mein Moderator hat sich auch geschrieben. Das kleine Investor, ich das Wargamer gehört nicht ganz mir. Also das ist, dass ich eigentlich, ich habe zwar auch Macht auf dieses Account drauf, aber ja, das ist eigentlich ein guter Freund von mir tatsächlich, dem ich das gegeben habe.
Und für alle, die mich jetzt auch persönlich kennen, nein, ihr kennt den eigentlich alle nicht. Das heißt, ich ein Discord-Freund, ist ein großer Ehrenmann. Und ja. Also auch an dich, Spore-Gamer. Herzlich willkommen. Du wirst ebenfalls gegrüßt. Und habe genug für das Ding. Na, noch nicht ganz. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen meinen. So, hier schön durchhalten, Nirvana. Durchhalten, Nirvana. Man sieht den Strahlfeld manchmal nicht. Muss ich leider sagen. Wie viel haben wir jetzt? Ja, das würde dafür reicht, Alex, würde ich noch gerne ein bisschen grunddefensiver, damit nicht das, was im letzten Video passiert ist, dass diese Horde angerannt kommt und mir mein Häuschen wieder wegmacht, mein Ess- und Trinkhäuschen, meine Farm. So. Dann. Back to the Mars. So, dann fangen wir jetzt an zu bauen. Einmal diese Drohne. Die können wir irgendwo hinsetzen. Mach ich die mal da oben hin. Ja, Bild. Hallo? Gut, jetzt wird es gebaut. Und dann so eine kleine Grundverteidigung. Oh, ich habe schon gedacht, jetzt kommt hier gleich diese Dinger so. Dann kommt hier eins hin. Für die Grundverteidigung brauche ich nochmal eins. Es kommt dann etwa hier vorne hin. Ich hoffe, dass ich das reicht. Ich muss jetzt erstmal 4 Stück außenrum aufstellen und guck dann mal, wie weit das reicht. Nein, nicht das, das ist das Falsche. Dafür habe ich nämlich garantiert nicht genügend Material noch. So, dann würde ich sagen, wie viel habe ich denn noch? Ah, für 2 reicht's. Dann würde ich sagen, stelle ich nochmal hier um die Drohne ein paar hin. Die Drohne war echt teuer. So, haben wir eigentlich inzwischen einen neuen Zuschauer? Nein, haben wir tatsächlich nicht. 3 Zuschauer vor 13 Minuten begonnen. Das heißt, es geht gerade mal noch 7 Minuten. Und gut, wir haben zu. Perfekt, jetzt können wir mal hier reingehen. Hallo, press E-Key to enter, 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 enter. Jawohl. Fliegen. Jetzt kann ich mir zumindest die Wege sparen, beziehungsweise bin auch schneller. Dann fliegen wir mal hier hinten. Irgendwo nochmal hier hin. Fliegen wir. Das Praktische ist, hier drin verliere ich auch kein Oxygen. So. Und wir können gerade wieder frisch diese Mine ausschlachten. Das ist ein neues Erz gespawnt. Ich finde es cool, wenn es jetzt nicht so spawnen würde. Wenn es nicht wiederkommen würde, dass die Strecken irgendwann immer weiter werden und Ressourcen, dass man sich auch irgendwie so noch selber in den Boden mit irgendwelchen Maschinen graben kann, alles, aber. Aber ich muss das nochmal gucken, wie hier. Ich möchte das gerne mal mit einem von euch spielen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob einer von euch da Bock drauf hat. Dieses Game, es gibt nicht auch einen Multiplayer. Und. Ja, ich schau Bock drauf. Es gibt aber ein Problem. Dieses Spiel ist tatsächlich nicht mehr auf Steam verfügbar. Denn ich habe dieses Ding random durch ein Giveaway bekommen. Ich habe noch irgendwie so Codes rumliegen von dem Giveaway. Ich nehme eigentlich an vielen Giveaways drin teil. Und ja. Kam eigentlich inzwischen schon ein neuer Sub rein. Wow. Sind das unterschiedliche? Zum Kanal?
Aha. Wow. Hier sind zweimal. Warte, ich kann mal ganz kurz umswitchen. So, jetzt müsste ich es eigentlich sehen. Ja. Die haben zweimal Abo-Bots geschrieben. Aber okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall grüße ich auf jeden Fall Horsefriend Double. Die waren nämlich sogar schon relativ früh dabei. Ich grüße Kevin IP, Zocker 2007, Sporgamer, Abobot und Abobot. Mit zwei verschiedenen Nachrichten. Und sowas hier so. Perfekt. Und falls sich noch jemand dazu kommen sollte. Ich meine, wir können jetzt mal ganz kurz noch gucken. Die Premiere ist eh gleich vorbei. Dann, ja. Wird hier natürlich auch noch gewürdigt. So. Aktuell 2 Zuschauer, 4 Likes. Und 5 Likes hat sich sogar. Waffe interessiert sich. Kann ich hier irgendwas live noch analysieren vielleicht? Gibt es da irgendwas so Zuschauer-Rating? Blablabla, bla, sowas. Ah, es ging tatsächlich so. Brrrrm. Brrrrm. Das finde ich, sieht doch gut aus. Ja, Zuschauerbindung 0, weil das noch nicht fertig ist, die Premiere. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal gerade mal ganz kurz weiter. Hallo? Ah, jetzt. So, dann gehen wir mal jetzt hier ganz kurz raus. Sorge ich dafür, dass wir hier... Oh, ich hab... Warte mal, ich kann von außen Essen und Trinken bekommen. Nö. Weil Essen habe ich anscheinend bekommen. Naja, egal. Ich glaube, das Tag 1, würde ich mal sagen, definitiv auf dem Mars überlebt. Tesla-Drohne. Reicht nicht. Ich würde sagen, die Tesla-Drohne heben wir uns tatsächlich für das nächste Video auf, denn ich finde, das Spiel macht, obwohl es so simpel ist, einfach auch Bock. Bin gespannt, wann ich das nächste Video mache. Und abschließend können wir nochmal ganz kurz an die Premiere gucken. So. Und falls mich, ja, ich weiß, ich habe ja auch Sportgamer, aber das ist tatsächlich nicht mein Account. Und aktuell ein Zuschauer nur noch. Die ist auch eigentlich jetzt gleich vorbei. Müsste sie. Zumindest so von wegen. Der Länge. Ja, ich habe fast kein Essen mehr. Das Ding ist fast vorbei. Die Premiere ist fast vorbei. Dieses Video ist schon vorbei. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das Game? Oder soll ich mich mal öfter solche, wie letztes Video mal, so, solche random Games zocken? Einfach irgendwelche Spiele, die ich über irgendwelche Giveaways bekomme. Ich kenne auch eine gute Giveaway-Seite für irgendwelche random Giveaways und alles. Wo irgendwelche Crap-Spiele verschmeißen. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr vielleicht sowas nochmal haben wollt. Oder ob ich vielleicht, und wenn ja, ob ich dieses Spiel dann auch mal so hier so quasi spielen soll, dass wir, also dass ich noch kein Video angeguckt habe, dass einfach blind ich gehe rein, gucke, verstehe ich das Spielen und sowas. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das fandet und wir sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße nochmal alle, die hier dabei waren. Und ciao, Leute.